Seien Sie herzlich gegrüßt, verehrte Damen und Herren. Es war ein wenig ruhig geworden um das Thema Corona in Höfloff und das war gut so. Die Zahl war über Wochen bei null. Nun ist sie wieder etwas angestiegen. Wir sind derzeit bei 3 akuten Fällen Reiserückkehrer. Wir merken aber auch, dass die Zahl der Quarantänefälle ansteigt. Das heißt, es gibt Menschen, die in Kontakt gewesen sind mit Corona-Fällen, auch bei uns in der Gemeinde, sodass die Sorge allmählich wieder ein wenig steigt. Morgen beginnen die Schulen wieder aktiv zu werden. Auch hier gibt es neue Regeln. Und deswegen haben wir noch einmal Herrn Dr. Schneider gebeten, uns wieder mit aktuellen Informationen an der Seite zu stehen. Herr Dr. Schneider, herzlich willkommen bei uns im Rathaus. Sie sind ein guter Ratgeber gewesen in den Krisenzeiten und deswegen sind wir sehr daran interessiert. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage hier in Höfloff ein? Ja, vielen Dank. Die aktuelle Lage ist ja so, dass wir im Kreis Paderborn bisher 785 Patienten positiv getestet haben. Abzüglich der bereits Genesenen gibt es im Kreis Paderborn 40 aktive Fälle. Herr Berns hat es gerade schon gesagt, in Höfloff gibt es aktuell 3 aktive Fälle, alles Reiserückkehrer. Wir sind also genau wieder da, wo die Krise begann, als wir im März, April hier gestanden haben. Wir müssen aufpassen, wir müssen achtsam sein. Wir haben eine lange Strecke vor uns. Wir werden noch einige saisonale Effekte haben mit den Ferien, die im Herbst, im Winter und auch Ostern 2021 auf uns zukommen. Und wir müssen jetzt die Strukturen schaffen, dass uns das nicht irgendwann einholt. Wir sind aktuell bei 1000 Fällen pro Tag, 1000 Neuinfektionen in Deutschland. Das Gesundheitssystem, sagt man, kann damit umgehen. Aber wir wissen nicht, was kommt mit der Grippewelle. Wir wissen auch nicht, was kommt mit den Reiserückkehrern, die nach den Ferien noch ins Ausland fahren. Es bleibt also wirklich kritisch. Sie sprechen das Thema Ferienende gerade an. Morgen starten die Schulen, die Schüler müssen jetzt Maske tragen im Unterricht, zumindest die in den weiterführenden Schulen. Wie würden Sie diese Neuregelungen in den Schulen beurteilen? Ist es so, wir haben mittlerweile 5 Monate Zeit gehabt. Was ganz wichtig ist in den Schulen, ist eben Abstand halten. Dann ist es die Hygiene, was wir sagen, eben Husten- und Niesschutz, die Möglichkeiten, dass Handwaschbecken da sind und natürlich dann auch das Tragen von Atemmasken, also Mund-Nasen-Abdeckung. Insbesondere natürlich in den Grundschulen ist es festgeschrieben vom Land NRW auf den Gängen, auf den Fluren, in den Pausen. In den weiterführenden Schulen muss das im Klassenraum getragen werden für schulpflichtige Kinder ab Klasse 5. Ob das bei dem Wetter sinnvoll ist, ob das sinnvoll ist, wenn sich ständig ins Gesicht gepackt wird, ob das sinnvoll ist, die Masken, wir merken es selber, die Stoffmasken, die ja im Wesentlichen getragen werden, auch von den Jugendlichen und von den Kindern, sind sehr schnell durchnässt. Wir haben Klassenzimmer, die teilweise in manchen Orten nicht gut zu belüften sind. Ich hätte mir da andere Maßnahmen erwartet als das Tragen von Masken im Klassenraum. Wir müssen uns dann die Landesregelungen halten. Wir haben einige Masken auch noch mal den Schulen zur Verfügung gestellt für diejenigen Schüler, die nicht über genügend Masken zu Hause verfügen. Nächstes Thema, was uns immer wieder erreicht, ist das Thema Hallenbad. Wir haben es auch auf Ihr Anraten hin seit Wochen geschlossen gehalten. Wir würden Sie heute noch mal fragen, wie stehen Sie dazu? Sollen wir weiter diesen Weg so gehen? Ja, man muss das ja wirklich noch mal sagen, jetzt gerade bei der Jahreszeit, gerade bei auch den Temperaturen, die uns heute und auch in den nächsten Wochen erwarten werden. Ventilatoren, Klimaanlagen auf Umwelttechnik, überall da, wo keine Belüftung durch Fenster nach außen möglich ist. Es wird da, oder wo gute Filteranlagen eingebaut sind, also moderne Filteranlagen. Es wird dazu führen, dass Tröpfchen, haben wir alle schon besprochen, weniger zu Boden fallen, um Infektionsherde abzutöten. Aber es wird auch immer dazu führen, dass wir Aerosole, die feinsten Partikel, die auch Coronaviren enthalten können und krank machen können, dass wir sie verteilen in der Raumluft. Und beim Stand heute muss man leider sagen, ich tue das nicht gerne, muss man leider sagen, das wird mit der Technik, wie wir sie hier im Hallenbad zurzeit haben und auch mit der Technik, die man geschaffen hat, nicht klappen, dass Schwimmen stattfindet. Danke nochmal für den Hinweis. Wir nehmen den Krisenstab sehr, sehr gerne auf. Und ich gehe davon aus, dass wir, bis es einen Impfstoff gibt oder bis es ein Medikament gibt, das Hallenbad auch nicht wieder öffnen werden. Nun steht der heiße Herbst bevor. Wir haben ihn immer im Grunde genommen befürchtet. Nicht nur die Reiserückkehrer, sondern es wird auch wieder andere Temperaturen geben. Wir rücken wieder enger zusammen in den Bussen, in den Räumlichkeiten. Was befürchten Sie, kommt noch auf uns zu jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, wir müssen uns noch einmal ganz drastisch zurückbesinnen. Es wird ja auch überall geschrieben, auch auf der Internetseite des Kreises Paderborn, die sehr gute Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger liefert.
die AHA-Regeln, Abstand halten, Hygiene, sprich Husten und Nieshygiene einhalten und Gesichtsabdeckung, Mund-Nasen-Schutz tragen. Überall, wo wir das nicht einhalten, werden wir bei schlechter Belüftung, insbesondere in den anstehenden Herbst- und Wintermonaten, vermehrte Infektionscluster, Infektionsherde bekommen. Wir sehen das auch teilweise auf Hochzeitsfeiern, teilweise auf Trauerfeiern, teilweise auf Veranstaltungen, 40, 50, 80 Bürgerinnen und Bürger, wo sich Herde ausbilden, wo auf einmal 10, 15 Menschen infiziert sind. Es gibt Bundesländer, die planen ab Ende August außerhalb von geschlossenen Gebäuden 1.000 Teilnehmer zuzulassen, innerhalb von geschlossenen Gebäuden 500 Teilnehmer zuzulassen. Das wird nicht klappen, solange kein Impfstoff da ist. Sie sprechen das Thema Impfstoff gerade an. Wir warten ja dringend auf diesen Impfstoff. Jetzt höre ich heute, in Russland ist der erste Impfstoff bereits zugelassen. Also dort ja scheinbar nicht mehr lange, bis wir wieder frei uns bewegen können. Ja, Herr Putin hat es ja heute verkündet, seine Tochter sei geimpft. Der Impfstoff in Russland würde aber für die Bevölkerung auch erst ab dem 1. Januar 2020 zur Verfügung stehen. Dann soll dort das Militär und die medizinischen Berufe durchgeimpft werden. Das wird hier ähnlich sein mit den medizinischen Berufen. Bei uns ist ja das Paul-Ehrlich-Institut zuständig für die Impfung. Da gab es ja letzte Woche gute Nachrichten. Man hat bereits mehrere Impfkandidaten gefunden. Man ist auch in den Studien sehr weit, dass man zum einen eine Dosis gefunden hat, wo man sagt, damit erziele ich eine ausreichende Immunantwort. Das heißt, dass der Körper mit dem Coronavirus fertig werden kann, ohne zu erkranken. Und man ist mittlerweile auch dabei, dass man eine gute Verträglichkeit gefunden hat. Dieses muss man jetzt weiter in der nächsten Phase-3-Studie umsetzen und nachkontrollieren. Und man geht beim Paul-Ehrlich-Institut ja davon aus, dass zum Jahresende auch bereits in Deutschland ein Impfstoff zur Verfügung steht, wenn man natürlich 50% der Bevölkerung impfen möchte. Das wird man brauchen, um eine Herdenimmunität zu haben, wenn nicht sogar mehr. Wird das auch noch mindestens 6 Monate, wenn nicht gar länger, dauern, bis man dann wirklich durchgeimpft hat. Bis dahin bleiben uns die vorhandenen Impfungen gegen die Krankheiten, die ja ebenfalls jetzt im Herbst wieder vermehrt auftreten. Grippe, Pneumokokken, wir hatten das Thema schon mal angesprochen. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen das noch mal mitgeben, was in den nächsten Wochen an Impfungen gemacht werden sollte. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, der Hinweis. Und zwar, wir haben ja jedes Jahr zum Herbst die Impfung gegen die saisonale Grippe, also jetzt gegen die Influenza A, B mit der Saison 2020-2021. Sie wird dieses Jahr früher auf den Markt kommen. Ich hatte Informationen mir eingeholt bei den zuständigen Apotheken. Man rechnet damit, dass ab der 2. Septemberwoche die Impfstoffe, die über die Arztpraxen ja schon vorbestellt sind, ausgeliefert werden. Und jeder, der zur Risikogruppe gehört, jeder chronisch Erkrankte, jeder, der in gesundheitlichen Berufen tätig ist, jeder, der im Bereich der Pflege, der öffentlichen Einrichtungen tätig ist, aber eben auch im öffentlichen Handwerk, in der öffentlichen Abteilung eines Büros oder eben auch im Supermarkt sitzt, sollte sich impfen lassen, sollte dann direkt auch seinen Hausarzt ansprechen, ob er bei entsprechender Indikation die Impfung gegen die Lungenentzündung bekommen muss. Wir hatten das schon gesagt. Oder eben, das ist eine neue Regelung, diese Lungenentzündungsimpfung soll nach 6 Jahren aufgefrischt werden, ob er damit an der Reihe ist, weil man würde dann beide Impfungen zusammen machen. Wichtig ist immer vorher telefonisch erfragen. Das wird bis Mitte September hier im Ort in den Arztpraxen mit den Impfungen losgehen. Das macht auch Sinn, dass wir brauchen immer eine gewisse Zeit, bis der Impfstoff dann auch wirkt, wenn die Grippewelle ab Mitte Oktober, Anfang November kommt, dass wir wirklich 4 Wochen vorher auch die Impfung schon durchgeführt haben. Zusätzlich bleibt uns die Corona-Warn-App, die seit einigen Wochen ja auch auf dem Markt ist. Viele nutzen sie bereits, viele oder sogar die überwiegende Mehrheit nutzt sie noch nicht. Das hat Auswirkungen, vielleicht können Sie das noch einmal schildern. Was bedeutet diese Warn-App für Sie in Ihrer täglichen Praxis? Ja, wir sehen das jetzt gerade bei den Testungen der Reiserückkehrer aus Risikogebieten und auch aus Nicht-Risikogebieten. Und wir testen ja mittlerweile auch im wöchentlichen Rhythmus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten, der Kindergärten oder auch Tagesmütter. Im Wechsel eben mit den Lehrerinnen und Lehrern an öffentlichen und privaten Schulen. Jeder kriegt einen Datenschutzbogen mit, wo ein QR-Code eingescannt ist. Und der QR-Code ist eben auch auf dem Laborschein. Und man kann sich damit dann eben auch sein Ergebnis per Corona-App runterladen und sieht, bin ich positiv oder negativ getestet. Ungefähr 85% der Patienten, die wir getestet haben, haben nicht die Möglichkeit, auf ihrem Handy die Corona-App so zu aktivieren, dass sie dann ihren QR-Code
QR-Code einscannen müssen. Es geht über alle Betriebssysteme aller gängigen modernen Handys. Da muss man wirklich nochmal sagen, es gibt keine Nachverfolgung. Es weiß keiner, wem gehört das Handy. Es weiß keiner, wo bin ich gewesen. Es ist völlig anonym. Es ist völlig freiwillig. Es ist eine gute Sache. Wir brauchen da wirklich noch viele, damit auch bei Risikobegegnungen, wenn ich mich länger als 15 Minuten, länger mit einem Abstand von unter 1,5 Metern irgendjemandem genähert habe, der möglicherweise positiv war, werde ich informiert, ohne Daten, Namen oder sonst was und kann mich selber testen lassen, damit ich mich und meine Angehörigen schützen kann. Eine ganz wichtige Sache. Abschließend nochmal das Thema Testungen. Da gibt es ja immer wieder Verwirrung, fast wöchentlich neue Regelungen. Wer soll sich testen lassen? Wann soll er sich testen lassen? Wer bezahlt es? Eine Vielfalt an neuen Regelungen auch in den letzten Wochen, die uns fast überholen. Vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand. Wer soll sich testen lassen? Wo und wann und wer bezahlt es? Ja, für uns ist das genauso teilweise undurchdringbar im Bereich der niedergelassenen Medizin. Teilweise gibt es alle drei Tage neue Hinweise, Maßnahmen oder auch Aufforderungen. Ganz prinzipiell bleibt es bei dem, was wir bis jetzt immer hier gesagt haben. Jeder, der krank ist, jeder, der Symptome eines viralen, bakteriellen oder sonstigen Infektes der oberen oder unteren Atemwege hat, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, gehört in die Gruppe, die ihren Arzt besuchen. Der Arzt entscheidet, yo, ist mir nicht geheuer, könnte Corona sein. Ich behandle, wir machen einen Test unter den Sicherheitsvorschriften, wie sie in den Praxen gelten. Diese Gruppe ist von Anfang an getestet worden, diese Gruppe bleibt bestehen. Was neu hinzugekommen ist, ich sagte es gerade schon, ist jetzt im 14-tägigen Rhythmus die Mitarbeiterinnen aus Kitas, Tagesmütter und Kindergärten im Wechsel mit den Lehrerinnen und Lehrern an privaten und öffentlichen Schulen. Die kriegen einen Zettel von ihrem Arbeitgeber, bringen den mit zur Testung. Auch diese Testungen werden im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft durchgeführt. Man muss sich immer vorher telefonisch anmelden. Es sind teilweise Testzeiten eingerichtet. Teilweise werden die Tests auch außerhalb der Praxisgebäude durchgeführt. Man muss also immer den telefonischen Kontakt zu seiner Arztpraxis vorher suchen, um abzuklären, wann kann ich getestet werden. Diese Testung zahlt das Land. Dann haben wir die große Gruppe der Reiserückkehrer. Das ist gerade das Aktuellste, was wir haben. Wir hatten erst die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Jetzt haben wir Reiserückkehrer aus jeglichen Gebieten. Diese können innerhalb von 72 Stunden nach Einreise in Deutschland auch in jeder Arztpraxis, sofern sie nicht am Flughafen beispielsweise schon getestet worden sind oder im Bayerischen ja teilweise auch an den Autobahnraststätten getestet sind, beim Hausarzt sich testen lassen. Sie füllen einen Eigenbeleg aus, in dem sie versichern, dass sie innerhalb von 72 Stunden zurückgekehrt sind, schreiben das Land rein. Dieses läuft dann auch wieder ganz normal über die gesetzliche Krankenkasse und über den Laborschein des Hausarztes. Und die dritte Gruppe, die wir haben, die jetzt zusätzlich noch über den öffentlichen Gesundheitsdienst zugewiesen werden muss, ist die Gruppe der Kontaktpersonen. Wenn also jemand Kontakt hat oder wenn jemand aus Quarantäne getestet werden soll oder wenn jemand neu in ein Altenheim, beispielsweise hier ins Haus Bredemeyer oder in die Seniorenresidenz aufgenommen werden muss, darf er sich testen lassen, braucht aber vorher einen Schein, eine Genehmigung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst, das heißt durch das Kreisgesundheitsamt. Auf der Internetseite steht das Prozedere drauf. Mit diesem Schein kann dann der Hausarzt testen, weil diese Kosten vom öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen werden. Was rausgefallen ist, sind Testungen im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft für Krankenhausaufnahmen. Wenn ich zum Beispiel mein Knie operiert kriege oder kriege eine neue Schulter, eine neue Hüfte, alles, was nicht notfallmäßig ist, muss vom Krankenhaus aus getestet werden. Vor Aufnahme kann nicht mehr im ambulanten Bereich getestet werden. Ganz wichtig, immer vorher kurz Rücksprache mit dem behandelnden Hausarzt halten. Bezahlen tut es wer? Die Kosten für den Patienten in all den Szenarien entstehen keine. Es gibt über den öffentlichen Gesundheitsdienst Verrechnung mit dem Land. Es gibt die Reiserückkehrer, die über die Kassen gezahlt werden. Da gibt es dann nachher auch über den Bund Gelder zurück. Einzig und alleine, wenn ich selber für mich ohne Symptome, ohne Reiserückkehr, ohne Lehrer, ohne Kita was wissen will, kann ich natürlich als IGEL-Leistung oder als Privatleistung mich auch testen lassen, muss dann die Gebühren zwischen 120 und 150 Euro selber übernehmen. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Es ist unser Gesundheitssystem, was uns bisher gut durch die Krise gebracht hat. Unser System aus ambulant und stationär und gerade die ambulanten Ärzte leisten hier derzeit einen Bombenjob. Vielen, vielen Dank, dass Sie das tagtäglich mit Ihrem gesamten Team, aber auch allen anderen Ärzten in Deutschland tun und dass Sie uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir alle wünschen uns, dass wir zurück zur Normalität kommen. Manchmal tun wir ja schon so, als wenn es schon wieder soweit wäre. Leider ist es noch nicht der Fall. Aber gemeinsam werden wir jetzt auch die nächsten Wochen und Monate überstehen, bis dann dieser Impfstoff da ist und bis wir endlich wieder ohne Corona-Sorgen leben müssen. Herzliches Dankeschön für Ihr Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns nicht mehr so häufig treffen müssen in dieser Runde. Aber wenn es dann akut wird, sind wir wieder für Sie da.